the world's forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First, there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest. Life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world. Colors, the smells. But the world is not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. To escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This Hallo. Is Und our story. YouTube, willkommen zu Detroit. Become human. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Howdy folks, willkommen zurück zu Detroit Become Human. Wir sind auf der Jericho. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Im Dunkeln zu warten, dass was passiert? Das ist für mich keine Freiheit. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Okay. Dann sprechen wir mal mit Lucy. Überall Feuer, oder? Dass wir etwas sehen. Hallo.
viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Wie lange bist du schon hier? 4 Wochen, 3 Tage, 11 Stunden. Nach meiner Flucht wusste ich nicht wohin. Und dann bin ich in Jericho gelandet. Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Ist ja bereits geleert. Cyberlife, mal sehen. Cyberlife, Lager und Docks, West Torrance. Route wird berechnet. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Sind so Cyberlife. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. In einem üblen Zustand, was? Yep. Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht.
hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an einem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Ich habe Lucy gefunden. Bist du Lucy? Setz dich. Zeig mal. Ich stoppe die Blutung. Wow. Autsch. Schmerz. Trink das. Ein blaues Blut organisieren. Gib mir deine Hand.
Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Bereite Simon einen Vorschlag. Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen.